Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Jetzt wissen wir, was Drehstrom ist, jetzt wissen wir, wie man Drehstrom erzeugt. Jetzt schauen wir uns eine Schaltung nach der anderen an. Ja. Eine Schaltung haben wir uns ja praktisch schon angesehen und das ist die Sternschaltung. Ich möchte das aber trotzdem nur mal in einem eigenen Video da wiederholen, dass wir diese Zusammenhänge gut erkennen. Und zwar, ja, Sternschaltung. Symmetrische Belastung ist unser erster Belastung, ist unser erster Fall. Ja. Also, ich habe das hier aufgezeichnet, eine Sternschaltung. Hier haben wir die Phasen L1, L2, L3. Ja. L bezeichnende Phase, L Live Wire, okay, lebender Draht, N Neutral, Neutralleiter, haben wir angeschlossen, der Sternpunkt hier. Und jetzt, wenn ich es so aufzeichne, gell, dann ist das erklärt, warum das Sternpunkt heißt. Ja. Schön. Schön. Ich habe das einfach so aufgezeichnet, um die Richtung der Spannungen etwas schon darzustellen. Okay? Sternschaltung, so schaut das aus. Symmetrische Belastung bedeutet, der Widerstand und der Blindwiderstand, der X da, das zeichnen wir so ein, indem man das anschmiert, ausfüllt. Nennen wir es ausfüllen. Ja? Vielleicht habe ich sie angeschmiert, aber normalerweise füllen wir es aus. Die sind gleich. R und X sind gleich, R und X sind überall gleich, passt. Ja. Und wie schauen diese Spannungen aus? Nun, wenn wir uns das im Zeigerdiagramm anschauen, das U1 geht da nach unten, ja. Zeichnen wir es wieder nach unten ein, so wie wir es hier gewohnt sind. Das ist U1. Und das I1 stellt sich entsprechend dieser Belastung hier, den R und dem X, ein. Okay? Also, ich zeichne das da jetzt ein bisschen so um, so schräg um. Da ist der I1. Okay? Ist halt diesmal, ist der I nacheilend. Das bedeutet, wir haben eine induktive Last. Da haben wir ein I1. Der U2, der ist wieder so 120 Grad Phasen verschoben da drüben. Und der U3 ist wieder 120 Grad Phasen verschoben. Ja. Und jetzt passt es da wunderbar zu meiner Skizze da drüben zusammen. Ja. U3, U2. Pff, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. U2. O3 und die zugehörigen Ströme. Dadurch, dass diese Blindwiderstände und Wirkwiderstände alle gleich sind, ja, sind die entsprechend Phasen verschoben zu ihren jeweiligen Spannungen. Ja. Das heißt, der I1 wird da aufgehen, der I2 wird da umgehen, der I3 wird da umgehen. Also das ist der I2, das ist der I3. Ja, und dieser Winkel zwischen denen, das ist gleich, ja, da haben wir da den I2 und hier haben wir den I3, ja. Und was jetzt die symmetrische Belastung ausmacht, aber für sich ist, wenn ich das da zusammenzähle, ja, wenn ich jetzt I1 plus I2 plus I3 zusammenbringe, ja, dann schaut das, wie lang ist das da, 2 cm, machen wir da 2 cm. Und das schiebe ich hier runter parallel. Ja. Und da sollten wir auch 2 cm haben. Wunderbar, dann habe ich ja meine Punkte perfekt vorbereitet gehabt. Also da haben wir da. Gut. Und dann erkennen wir hier, ja, dass sich beim Zusammenzählen dieser drei Ströme da nichts ergibt. Ja. Das heißt, hier in der Mitte, im Sternpunkt, ja, da. Ja. Gilt ja IN, das ist das, was wegrennt, ist gleich I1 plus I2 plus I3. Ja. Und in dem Fall, wenn das symmetrisch belastet ist, ist das eben 0. Symmetrische Belastung.
Jetzt kann ich ihn weglassen. Wenn man das über den Leiter, wo kein Strom rein, was soll das? Was soll das? Kann ich doch weglassen. Stimmt, wird doch gemacht. Ein Draht, wo nichts rennt, braucht man nicht. Billiger bauen ihn nicht. Gilt bei symmetrischer Belastung. Das nächste Mal werden wir uns ansehen, was passiert bei asymmetrischer Belastung. Also wenn dieses RX da in jedem Zweig unterschiedlich ist. Was passiert da mit Neutralleiter? Mit Neutralleiter werden wir passieren, haben wir schon mal im Computer angeschaut, diesmal zeichnen wir es auf einen Zettel auf, eigenes Video dafür. Nächstes Mal asymmetrische Belastung mit Neutralleiter. Das war's. Ist nicht so schwer. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.